Was? Weil ich das Vieh geplündert habe. Ist das euer Ernst? Die schießen auf uns! Köpfe ans Wasser gemacht. So, einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, und willkommen zum... Oh, Scheiße. Das kommt ein bisschen überraschend hier. Trinken wir ein Stückchen. Komm, den schaffst du. Ich helfe dir. Unterbricht er mich einfach bei meiner Begrüßung, dieser Bastard, ey. So. Und das Ganze jetzt nochmal von vorn. Hallo, meine lieben Freunde, und willkommen zum nächsten Part von Elex. Juhu. Wir freuen uns. So, guck mal, Dulos, der freut sich auch. Guckt ihn euch an. Genau. Also. Schauen wir nochmal auf die Karte. Wir wollten uns hierhin begeben, beim letzten Mal, weil wir einfach nicht mehr in der Lage sind oder nicht mehr fähig genug sind, in Goliath Aufträge für uns zu finden oder uns einen besseren Ruf anzueignen. Also machen wir uns quer durch die Wildnis auf dem Weg ins nächste Dorf und hoffen, dass wir da Unterstützung. Oh, ist der feindlich? Komm, schließ mal eine Wette ab, Leute. Ist der feindlich oder nicht? Haut mal was in die Kommentare. Drückt auf Stopp und haut was in die Kommentare. Ist der feindlich oder nicht? Ja, natürlich ist er feindlich. Okay, okay, okay. Das ist ja Hunde, Bro. Oh, ich habe keine... Oh. Keine Pfeile mehr. Das ist ja alles vergiftet da hinten. Der ist ja hundertprozentig feindlich. Kannst mir sagen, was du willst. Da gehe ich gar nicht erst hin. Okay. Ja, wir müssen den Weg aber irgendwie auch da hoch. Scheiße. Weil was führen denn da für Wege hin? Wir nehmen schon den Weg hier. Hier müsste eigentlich gerade einen Weg lang sein. Ja, ist das der hier oder was? Schon, gell? Ja. Also gut. Vielleicht ist er uns ja auch wohlgesonnen, der Typ. Nee, ist er nicht. Das ist irgendwie so ein Zombie wieder oder sowas. Komm, den lassen wir mal. Oder wie stark ist der? Ah nee, wir sind vergiftet. Scheiße. Duras schließt sich dir an. Das ist gut für Duras. Die Heilpflanze nehmen wir damit. Ist der stark? Was meinst du? Oh, der ist stark. Hoch, hoch. Wow, das war knapp. Der ist doch wieder mal viel zu stark. Wow. Ja, nee, ist klar. Wo sind wir denn wieder hier gelandet, Mann? Das kann's doch nicht sein. Wo ist das scheiß Huhn? Komm her. Duras, helf mir doch, Mann. Scheiß Vieh. Mann, wieso ist das denn alles so schwierig? Ja, kann doch nicht sein, dass der Duras da tausendmal mehr Schaden macht als wir. Was ist, wenn ich dem mal in den Arsch treten möchte? Also, wir brauchen da gar nicht hingehen da hoch. Da ist doch wieder mal gar nichts. Scheiße. Ja, vielleicht doch. Oh, ich probiere es aber von dem Weg aus hier, von der Brücke. Aber wir müssen ja mit X, sind ja hier in einem anderen Spiel. So. Also. Es kann doch nicht sein, dass wir nur so langsam vorankommen. Guck mal, hier sind wir vielleicht Level up. Nee, sind wir auch nicht. Level 6. Weiß nicht mal, ob das hoch ist oder nicht. Ja, toll. So, wir sind bei der Brücke angekommen. Pfeile haben wir keine mehr. Okay, also. Boah, das ist doch schon wieder mega gefährlich, so ein Vieh. Nein, 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 nein. Ich helfe dir. Das gibt's doch nicht. Ich habe da hinten definitiv einen Eingang gesehen, zu einer Stadt oder irgend sowas. Ich gehe da jetzt hin
und hau da mal auf die Kacke. Mensch, jetzt kill doch mal das Vieh hier. Oh. Nicht laufen. Junge, wir haben besseres zu... Ja. So. Trotzdem, ich gehe jetzt nochmal ganz schnell dahin. Wir gucken, was da ist. Scheiß auf das Zeug hier. Ich will da jetzt Gewissheit haben. Ist das jetzt eine Stadt oder nicht? Ansonsten müssen wir ja wieder zurück nach Goliath. Das kann es ja alles nicht sein hier. Ja, mach doch eine Hechtrolle darunter. Ist okay. So, geschafft. Oh, trink erstmal was, komm. Das verreckst du doch gerade wieder. Da ist schon wieder diese scheiß Vieh, ey. Ich nehme eine Abkürzung. Das sind doch alles Feinde jetzt schon wieder. Ich sehe doch alles rot auf der Karte. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass die lieb sind. Oder? Bist du lieb? Sieh an, ein Neuer im Tal des Todes. Bin schon da. Egal, warum du hier bist. Wenn du die Gelegenheit hast, kehr um. Ich kann auf mich aufpassen. Ich kann auf mich aufpassen. Oder meine Leute passen auf mich auf. Von einem Freund zum anderen. Du kannst froh sein, dass du zuerst auf uns getroffen bist. Andere würden dir keine Chance geben, wieder zu verschwinden. Hier kämpft jeder für sich. Du darfst niemandem trauen. Ja, super. Und das war's jetzt, oder wie? Merk dir meine Worte. Vertraue niemandem. Besonders nicht uns. Dich hol ich mir. Was? Weil ich das Vieh geplündert habe. Ist das euer Ernst? Die schießen auf uns! Köpfe ans Wasser gemacht. Okay, Leute. Ich habe kein... Da geht's nicht hin. Nee. Wir gehen wieder zurück nach Goliath. Warte. Ich meine, ich krieg ja nicht mal so ein einfaches Huhn auf die... erledigt. Ein Huhn! Ein scheiß Huhn, Mann! Mann, fick dich doch, du scheiß Vieh! Mann, Loras, hilf mir doch mal! Oh, jetzt verpissen wir uns von hier, Mann. Komm jetzt weg, zurück nach Goliath, ey. Erstmal wieder ein bisschen hier Arsch kriechen. Wir könnten mal gucken, was das hier unten ist. Komm, machen wir mal. Vielleicht ist da ja auch noch mehr, ein größeres Auftragsgebiet oder so. Hey, das ist ein Huhn gewesen. Das sind schon fast 10 Minuten rum und, noch nichts erreicht. Mann, ey, so ein Scheißdreck, ey. Erstmal schnell Pfeile kaufen. Das jetzt alles nochmal. Ah. Guck mal, reden wir mal mit dem schnell. Sei vorsichtig beim Mana-Schrein. Es gibt schon so genug Verzögerungen bei der Elex-Umwandlung. Das Letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist, dass jemand dort hineinfällt und die Mana-Produktion aufhält. Also nimm den Rat eines Heilers an und pass auf, was du hier anstellst. Danke für die Warnung, ich passe auf. Danke für die Warnung, ich werde aufpassen. Jemand mit Verständnis, das ist gut. Sei einfach vorsichtig. Ich habe als oberster Heiler schon genug Sorgen. Das Überwachen der Elex-Umwandlung hier am Mana-Schrein birgt einige Gefahren. Also wäre es schön, wenn du mir nicht allzu sehr in die Quere... Moment mal, ich spüre da etwas. Was bist du?
Deine Präsenz, sie verzerrt das Mana-Feld. Es ist fast so, als wärst du... Nein, aber so siehst du gar nicht aus. Ich bin ein Alp. Ich bin ein Alp. Ah, das erklärt natürlich deine untypische Präsenz. Halt! Du bist ein Alp. Aber das, eigentlich müsste ich dich hier und jetzt an Ragnar übergeben und köpfen lassen. Und doch, irgendetwas ist anders bei dir. Du scheinst nicht mehr gänzlich ein Alp zu sein. Deine Präsenz ist äußerst konfus. Ich werde dich vorerst nicht verraten, weil offenbar mehr Menschlichkeit in dir steckt, als es für einen Alp typisch ist. Auch wenn ich dich für den Moment gewähren lasse, sei dir sicher, dass ich dich im Auge behalte. Ein Anzeichen von dir, dass du uns doch feindlich gesonnen bist, und dir wird es schlecht ergehen. Was genau ist deine Aufgabe? Als der oberste Heiler hier in Goliath sorge ich dafür, dass der Mana-Schrein ausreichend mit Elex versorgt wird. Das Mana, das hier erzeugt wird, ist die Quelle unserer Kraft und allen Lebens hier in Edan. Wir sind die Heiler der Welt. Ohne unser Mana wäre ganz Edan nichts weiter als Wüste. Die Werker bringen das Elex zu uns und wir transformieren es am Mana-Schrein, um dann mit Hilfe des Manas Magie wirken zu können. Und wenn sich alle an diesen Prozess halten würden, gäbe es auch keine Probleme. Es gibt Probleme bei der Elex-Umwandlung? Vielleicht können wir dem irgendwie helfen. Ja, es verschwinden leider immer mal wieder Elex-Pakete. Diese Elex-Pakete sind eigentlich zur Umwandlung am Mana-Schrein in Mana gedacht. Letzte Woche sind schon wieder 5 Pakete verschwunden. Aber wir wissen ja, wer die haben will. Elex auch eine unserer Wachen. Sein Name ist Kral. Hat Kral das Elex gestohlen? Ich vermute, dass Kral der Dieb ist. Aber sicher bin ich mir nicht. Ich kann hier nicht weg. Ich bräuchte eigentlich jemanden, der nach ihm sucht. Oh, das machen wir. Ich werde den Elex-Dieb Kral für dich finden. Wirklich? Nun, das wäre großartig. Vielleicht solltest du noch wissen, wo er sich häufig aufgehalten hat. Als Wache vom Clan der Nebelkrähen hatte er freien Zutritt zu allen Bereichen hier in Goliath. Ich weiß zufällig, dass er sich häufig auf den Balkonen oben im Haupthaus herumgetrieben hat. Er hat mir mal erzählt, dass er öfter die Aussicht da oben genießt. Vielleicht findest du dort ja etwas. Gut. Wir haben einen neuen Auftrag, Leute. Machen wir das doch. Weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Also, Nein. Das ist der Auftrag. Schauen wir mal. Genau. Tipptopp. Dann machen wir das doch mal. Gucken wir mal, ob wir den finden. Oder? Naja, ich hole jetzt noch keine Pfeile. Die hole ich dann später, falls wir aus dem Dorf rausgehen sollten. Erstmal begeben wir uns mal hoch zum Hauptgebäude. Auf dem Balkon waren wir ja schon öfters gewesen. So, hier oben sollte ich mal gucken, ob ich was finde. Da kann man ja klettern. Ist ja cool. Okay, hier ist was haben wir da? Mana? Pures Mana erhalten. Das kenne ich ja noch gar nicht. Zeig mal her. Habe ich die jetzt nicht an oder was? Doch. Hier, pures Mana. Die rohe Form des Mana kann zur Erstellung von Mana-Trinken verwendet oder direkt konsumiert werden. +20 Gesundheit und +20 Energie. Reines Elex.
Da geht Kälte gestiegen. Das finde ich trotzdem geil, das machen wir. Ja. Okay. Hier haben wir was, guck mal. Drohnenkontrolle erhalten. Tagebuch. Das Tagebuch. Mal sehen. Hier steht etwas Interessantes. Es geht ihm immer schlechter. Die Krankheit, wenn es denn eine ist, frisst ihn langsam auf. Ich habe heute eine alte Krypta entdeckt. Sie wäre ein gutes Versteck für ihn. Morgen werde ich ihn dorthin bringen. Ich hoffe, uns sieht keiner. Hier endet der Tagebucheintrag. Er hat also eine Krypta entdeckt. Interessant. Mhm. Dann zeig mal her. Aber wir müssen wieder mit dem reden erst. Ah, nee. Ah, nee, da habe ich den Waypoint gesetzt. Also, dann reden wir erstmal wieder mit, unserem Auftraggeber. Mal gucken, was der zu sagen hat. Und dann begeben wir uns höchstwahrscheinlich in die Krypta. Und ich bin mal gespannt, was das für eine Krankheit ist. Vielleicht ist der ja auch Elex, mit Elex infiziert bzw. abhängig. Das werden wir dann gleich herausfinden. Ist der da drin? Ah, hier, ich habe Krals Tagebuch gefunden. Ich habe Krals Tagebuch gefunden. Und? Hast du etwas Interessantes herausgefunden? Er schreibt über eine Krypta außerhalb von Goliath. Du willst doch nicht wirklich dorthin gehen. Doch. Oder? Ich kenne niemanden, der jemals dorthin ging und zurückgekommen ist. Nur die Toten sind dort erlaubt. Die Toten? Ist das dein Ernst? Geh hin, wenn du dich traust. Aus der Stadt raus und dann halte dich links. Wenn du unterhalb des Schlundes bist, Ost bis Südost, dann solltest du schon merken, wenn du der Krypta nahe kommst. Oh, die ist sicher so mit Gift und so Zeug ver... Also gut. Zeig mal her. Ja. Toll. Also wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal noch ein paar Pfeile holen. Und dann werden wir uns... ich muss mal gucken, dass ich in die richtige Richtung laufe. Nee, tue ich nicht. Und dann werden wir uns auf jeden Fall im nächsten Part auf den Weg in die Krypta begeben. Um zu sehen, was uns da wohl erwartet. Wo kriegen wir nochmal... Ah ja, genau, bei der einen Tussi da. So. Hier bei der müssten wir ja Pfeile kriegen. Komm, geh aus dem Weg. Hey du, ich brauch Pfeile, meine Liebe. Ich will handeln. Ich will handeln. Gut. Gut. Sieh dich nur um. Ja, mach ich. So, Pfeile. Da. Kaufen. Tipptopp. Sehr schön. Jetzt haben wir wieder Pfeile. Jawohl. Gut. Okay, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat der kurze Part gefallen. Ja, wir sind halt wieder mal in Goliath gelandet. Wir überleben halt anscheinend immer noch nicht außerhalb. Und ja, was soll ich noch sagen? Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder unterstützt mich ein bisschen, indem ihr mein Video teilt oder mir ein nettes Kommentar schreibt. Und ja, auf jeden Fall bei dem nächsten Part begeben wir uns in die Krypta. Und bis dahin würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, haltet die Ohren steif und ciao.